Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Motorsportsfreunde. Heute ganz kurz und knapp das Thema VR-Settings in R-Factor 2. Wie hole ich das Maximum an FPS für mich und mein System heraus? Ganz kurz dazu, jeder ist ja natürlich mit einem anderen System unterwegs. Der eine hat ein etwas stärkeres Hardware-System, der andere ein etwas schwächeres. Deswegen muss man da individuell ein wenig für sich selbst noch herumschrauben, um das optimale Setup zu finden. Ich selbst bin mit einer 2080 Ti und einem Intel i7 7700 unterwegs mit 32 GB RAM. Und dann lasst uns mal mit den ersten und meiner Meinung nach auch gleich mit einem der wichtigsten Schritte anfangen, der euch FPS sichern wird. Und das ist ganz klar unter Display die Einstellung Visible Vehicles. Ich habe sie auf 10 eingestellt, also maximale Fahrzeuge, sichtbare Fahrzeuge. Dann unter anderem ist noch sehr wichtig, Shadows ist auch ein sehr großer FPS-Fresser, den habe ich auf Low gestellt. Schattenverwischung habe ich komplett ausgestellt. Kriegt man eh nicht viel mit bei den Geschwindigkeiten. Und ja, hier seht ihr auch die diversen anderen Einstellungen, wie ich sie persönlich eingestellt habe. Da muss jeder, wie gesagt, da er mit einem anderen System unterwegs ist, die Schrauben individuell ein wenig für sich ein- und umstellen. Stabilize Horizon ist sehr wichtig auf Low einzustellen, alles andere funktioniert nicht wirklich. Denn so wie ich das verstanden habe, Stabilize Horizon ist dafür zuständig, dass sich der Horizont im VR-Modus mitbewegt und nicht das Fahrzeugcockpit. Gut, dann lasst uns direkt weiter zu Step 2 gehen. Hier seht ihr jetzt gerade einen Link von dem offiziellen R-Factor 2 Forum von Adrian Stealth zur Verfügung gestellt. Ich will mich nicht hier mit anderer Leuts Blumen schmücken, deswegen weise ich auch direkt darauf hin. Recht herzlichen Dank dafür, Adrian. Und hier sind diverse sehr gute Tipps, wie ihr FPS herausholen könnt. Dann lasst uns mal loslegen und gucken, was wir hier machen können. Ein sehr wichtiger Step hier, um FPS zu speichern, ist das Thema Anti-Aliasing, auch Kantenglättung genannt. Seinerzeit 2017 hat Adrian darauf hingewiesen, Anti-Aliasing auf 0 zu stellen. Gut, mittlerweile, wie gesagt, hat sich die Hardware ein bisschen verbessert. Und ja, wie gesagt, ich habe sie auf 5 stehen, da müsst ihr an euren Systemen individuell mal wieder ein bisschen dran herumstellen und herausfinden, was am besten zu euch passt. Und ja, dann lasst uns mal weitermachen. Step Nummer 3 in den VR-Settings, Super Sampling, die Schärfe von der VR-Brille. Dort könnt ihr die Pixeldichte einstellen pro Auge. Ich habe sie auf 1.7 stehen und das ist auch wieder individuell bei euch abhängig von eurem System. Habt ihr potentere Hardware als ich, könnt ihr sie natürlich höher stellen. Habt ihr etwas schwächere Hardware, würde ich euch empfehlen, das Super Sampling ein wenig herunterzustellen. Werde ich euch auch im nächsten Schritt zeigen, wie das funktioniert. So, da sind wir auch schon. Ganz kurz und knapp. Hier seht ihr das Steam-Menü. Dort klickt ihr ganz oben rechts auf das VR-Menü. Dann öffnet sich auch schon das Steam-VR-Fenster. Dort geht ihr mit einem Rechtsklick oben auf den kleinen linken Reiter. Dort geht ihr auf die Einstellungen und da könnt ihr auch schon die Auflösung pro Auge einstellen. Wie ihr seht, habe ich mein Super Sampling auf 170 gestellt. Das sind 1732 x 2084 Pixeldichte pro Auge. Dann können wir das wieder zumachen. Dann seht ihr hier meine Einstellungen, die ihr über Steam per Doppelklick auf R-Factor 2 auswählen könnt im Auswahlmenü. Wie ihr seht, Anti-Aliasing habe ich auf Level 5 stehen. Resolution, Auflösung auch auf Maximum. Und ja, das läuft bei mir recht gut. Sehr gut sogar. Dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Step, den Head Physics. Scheinbar scheinen die hier auch ein paar FPS mitzunehmen. Diese sollte man generell im VR-Modus komplett abstellen, da dort Physics von den Kopfbewegungen nachgeahmt werden. Das bedeutet, euer Kopf schwankt hin und her, obwohl ihr selbst euren Kopf im VR-Modus gar nicht bewegt. Das kann zu Motion Sickness führen. Und ja, wie es scheinbar aussieht, auch zu ein wenig FPS-Verlust. Und das sollte man vermeiden. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit in der Player-JSON, das ich persönlich jetzt nicht gemacht habe, diese Variablen einstellen. Ich habe alles nur übers Menü im Spiel gemacht. Dort habe ich alles komplett auf Off gestellt, wie ihr hier seht. Und dann kommt es auch schon zum nächsten großen wichtigen Step. Denn dort könnt ihr auch in der Player-JSON noch einige wichtige Dinge umstellen. Rear View Mirror Render Distance. Das bedeutet auf gut Deutsch, wie weit ihr im Rückspiegel nach hinten schauen könnt. Standardgemäß ist er auf 0 gestellt, das bedeutet unendlich Sicht nach hinten, also das Maximum. Hier hat unser lieber Kollege es auf 30 Meter eingestellt, also eine maximale Sicht nach hinten von 30 Metern. Danach seht ihr nichts mehr, was hinter euch abgeht.
Ich selbst habe sie auf 25 gestellt. Dann Lowering Details of Cars in Garage, also die Garagendetails in der Boxengasse, auf 0.1 gestellt. Reducing Number of Headlight in Effect. Hier geht es um die Scheinwerfer. Dort wurde der maximale Scheinwerferstrahl von 256 auf 20 Meter umgestellt und speichert euch auch nochmal einige wichtige FPS. So, nun zeige ich euch, wie man die sogenannten Parameter in der PlayerJSON ändern kann. Einfach, hier geht es bei R-Factor 2 rein, dann auf User Data, dann auf Player und zack, hier habt ihr schon die PlayerJSON. Dann drückt ihr einmal mit Rechtsklick drauf, geht auf Edit Notepad. Notepad kriegt ihr umsonst bei Google runtergeladen. Dazu kopiert ihr erstmal den Hereview Back Clip per Paste and Copy. Dann öffnet ihr, wie gesagt, mit dem Notepad die PlayerJSON, drückt einmal die Steuerung F, dann gebt ihr hier Rearview Backclip ein, drückt auf Weitersuchen. Schon findet ihr hier die Commandzahl. Ich habe sogar nur auf 20 Metern stehen, aber spielt doch keine Rolle. Gut, dann drückt ihr auf Speichern. Und das macht ihr jetzt halt genauso mit Garage Detail und Max Headlights. Alles nach demselben Schema. So, und das war es auch schon dazu. Wie gesagt, es handelt sich hierbei immer um eine hardwareabhängige Geschichte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.